Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und heute möchte ich euch anhand von GSX Pro zeigen, wie ihr ein Remote De-Icing durchführt. Heißt, wir sind hier am Münchner Flughafen und gleich zu unserer Startbahn 08 Left und dann schauen wir uns an, was es da alles zu beachten gibt. Vorher zeige ich euch noch ein, zwei Dinge. Jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Auf geht's, ab in den Flieger und viel Spaß! Ich war einmal so frei und habe den Flieger so weit vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Das heißt, wir wären jetzt bereit, einmal unseren Pushback durchzuführen. Wir verzichten jetzt hier auf das De-Icing. Ich zeige euch, wie gesagt, das Remote De-Icing. Wenn ihr also hier einmal euren Pushback startet, dann werdet ihr bei Icing Conditions entsprechend nach Auswahl des entsprechenden Service Operators gefragt, ob ihr de-icen wollt. Und hier würdet ihr einmal Nein sagen. Damit ihr das gleich remote machen könnt. Sollten die Voraussetzungen hier natürlich dafür da sein, das jetzt hier auch zu tun, tut ihr das natürlich. Aber ich möchte euch jetzt einmal das Remote De-Icing zeigen. Ich würde sagen, ich lasse mich jetzt einmal hier richtig zurückpushen. Wir rollen dann in Richtung Taxiway und sprechen über alle Details und Einzelheiten, die es zu besprechen gilt. Fangen wir an mit der Karte. Wir sehen hier das Parking Chart von München und wir stehen genau hier auf dem Parking Slot 246. Wir werden einmal von hier zurückgedrückt und dann geht es entsprechend in Richtung 08 Left. Wir wechseln einmal auf das Ground Chart. Hier haben wir den ganzen Flughafen einmal im Überblick. Oben links sehen wir die 08 Left und darunter auch entsprechend unsere De-Icing Zones hier im Norden. Links oben in der Box steht es auch nochmal genau drin. Folglicherweise werden wir uns eine dieser De-Icing Areas aussuchen. Wir nehmen jetzt hier einfach die De-Icing Area 1 North, also die, bei der wir die längste Bahn noch vor uns haben. Jetzt gibt es natürlich noch andere Dinge als hier unser Ground Chart, deswegen schieben wir das einfach mal nach rechts. Es gibt nämlich noch die verschiedenen Typen der Flüssigkeiten. Da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen, denn das ist gar nicht so uninteressant, denn das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Es ändert, und das muss ich dazu sagen, nichts am Flugverhalten hier im Simulator, aber im echten Leben ist das ein oder andere natürlich schon entscheidend. Zunächst einmal müssen wir unterscheiden zwischen dem Anti-Icing und dem De-Icing. Fangen wir aber mal hinten an, wir fangen an bei dem De-Icing. Beim De-Icing geht es darum, einfach nur vorhandenes Eis und Schnee vom Flugzeug zu entfernen. Da geht es nicht darum, präventiv irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die dafür sorgen, dass sich kein Eis bildet. Also das ist das De-Icing, also das Enteisen. Dann gibt es das Anti-Icing, welches dafür da ist, entsprechend mit einem Gemisch dafür zu sorgen, dass sich innerhalb einer bestimmten Zeit auch kein neues Eis bildet. Das ist das, was wir hier sehen in den vier verschiedenen Farben. Es gibt auch ein One-Step- und ein Two-Step-Verfahren. Bei dem One-Step-Verfahren wird eigentlich mit dem Anti-Icing eine Fluidschicht aufgetragen, die auch gleichzeitig de-iced. Es gibt aber auch das Two-Step-Verfahren, wo erst ein De-Icing durchgeführt wird und dann ein entsprechendes Anti-Icing. Das würden wir eigentlich in diesem Falle auch machen. Ich verzichte mal darauf, weil ich euch das Remote De-Icing zeigen möchte. Aber normalerweise würde man hier tatsächlich einmal am Gate sich de-icen und dann entsprechend, wenn wir zur Startbahn gerollt sind, noch einmal die De-Icing bzw. das Anti-Icing durchführen. Fangen wir einfach mal mit den verschiedenen Fluid-Typen an. Mit Typ 1, welches rot-orange aufgesprüht wird, damit es übrigens auch von anderen unterschieden werden kann, und das sehen wir hier, das ist in GSX tatsächlich auch simuliert, hat es eine Verweildauer hier in rot-orange von 6 Minuten bis 11 Minuten. Wir haben hier keine VA-Mindestvoraussetzung, das heißt, es wird einmal alles runtergespült, aber innerhalb von maximal 11 Minuten kann sich wieder Eis bilden oder auch Schnee wieder ordentlich absetzen. Somit ist es geeignet für jedes Flugzeug, bietet aber nur eine geringe Schutzzeit, das heißt, wir müssen direkt danach los. Bei Typ 2 handelt es sich um eine transparente Flüssigkeit. Hier haben wir eine Verweilzeit von 20 bis 45 Minuten,
aber brauchen auch eine Mindestgeschwindigkeit von 100 Knoten, damit dieses Zeug entsprechend wieder vom Flugzeug entfernt wird. Denn es würde ja natürlich negative Flugeigenschaften haben, wenn es auf den Tragflächen verweilen würde. Wir nutzen es hier für Flugzeuge mit höherer Geschwindigkeit, also wäre unser Flieger gerade auch ein Flugzeug, bei dem wir es einsetzen würden. Hat eine mittlere Schutzzeit, wie gesagt, und braucht ein Flugzeug mit höherer Geschwindigkeit. Dann geht's weiter mit Typ 3. Typ 3 ist grün, hat eine Verweilzeit von 10 bis 20 Minuten und wir brauchen mindestens 60 Knoten, damit sich das Zeug auch hier wieder von unserem Flugzeug entfernt. Das heißt, wir können es auch eigentlich für jedes Flugzeug benutzen, hat eine geringe Schutzzeit, aber wird meist tatsächlich nur für Hubschrauber benutzt und das haben wir hier natürlich nicht. Deswegen kommt es hier eigentlich auch selten bis nie zum Einsatz. Last but not least haben wir hier Typ 4. Typ 4 ist nicht gelbgrün, so wie Typ 3, sondern smaragdgrün, also nochmal ordentlich dunkler. Hat eine Verweilzeit von 35 Minuten bis zu 1 Stunde und 15, benötigt wieder eine Mindestgeschwindigkeit von 100 Knoten, um im Winde zu verwehen. Das wird eingesetzt für Flugzeuge mit einer höheren Geschwindigkeit, hat eine sehr, sehr hohe Schutzzeit und ist gerne gesehen, wenn wir eine längere Verweildauer brauchen. Das heißt, wenn wir gleich zum Beispiel bei unserem Remote De-Icing Pad stehen würden und hätten noch viele, viele Flieger vor uns, dann könnten wir uns natürlich entscheiden, einmal zwischen Type 2 oder Type 4. Das wären die beiden, die hier zum Tragen kommen würden. Wenn wir aber niemanden vor uns haben und die Verkehrsverhältnisse es zulassen, dann geht natürlich auch Typ 1. GSX schlägt entsprechend auch immer was vor. In diesem Falle wäre es wahrscheinlich auch gleich Typ 1. Diesem Vorschlag würden wir dann einfach folgen, dann könnt ihr sehen, wie das alles aussieht und dass das hier in diesem Falle auch tatsächlich dann auch rot-orange ist. Letztendlich entscheidet ihr das aber als Piloten immer, welcher Typ entsprechend aufgetragen werden soll, denn ihr seid dafür zuständig, die Sicherheit eures Flugzeugs zu gewährleisten. Jetzt gibt es aber noch eine Komponente, auf die wir als Piloten keinen Einfluss haben, und zwar die Mischverhältnisse. Auch das ist bei GSX simuliert, das heißt, GSX bietet euch an, in welchem Mischverhältnis dieser Typ aufgetragen werden soll. Das ist ein Wasser-Glykol-Mischverhältnis, welches ihr entsprechend bestimmen könnt. In der echten Welt könnt ihr das nicht, das wird dann entsprechend von Flughafen bzw. von den Experten da vor Ort vorgegeben, welches Verhältnis es gibt, wird euch dann gesagt, aber ihr entscheidet, welchen Typ es aufzutragen gilt. So, jetzt haben wir Alpha 4 passiert, rollen jetzt also in Richtung De-Icing Area 1 North. Und deswegen können wir schon mal in unser GSX-Menü gehen. Hier oben haben wir jetzt einmal De-Icing Service. Jetzt wählen wir das aus, was wir hier einmal haben, also die 08 Left De-Icing Area 1. Klicken das einmal an. Follow B brauchen wir jetzt nicht. Und dann wird das gleich bereitstehen. Das heißt, wir bremsen jetzt schon mal langsam runter. Denn jetzt geht es hier einmal über die Wegpunkte bei November West. Und dann haben wir, bevor wir jetzt gleich auf die Bahn über November gehen, unsere De-Icing Area 1 North. Halten da einmal an und dann kann das De-Icing auch schon gestartet werden. Und so einfach ist es eigentlich auch. Ihr müsst euch also daran halten, dass ihr natürlich A, ein GSX-Profil habt, welches die entsprechenden De-Icing Areas gekennzeichnet hat und konfiguriert hat. Und auf der anderen Seite müsst ihr euch natürlich genau auch da dann hinterher befinden. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal, rollen noch mal ein Stück nach vorne und dann halten wir gleich an. Und dann werdet ihr sehen, dass das dann auch schon direkt so funktioniert. Das heißt, hier befindet sich jetzt die De-Icing Area. Ich gehe mal ein bisschen vom Gas, wir gehen mal raus. Das hier ist die De-Icing Area. Das heißt, da rollen wir jetzt einmal drauf. Geben wir noch mal ein bisschen Schub. Hier sehen wir auf der linken Seite auch entsprechend die Ausrüstung, die jetzt nicht zum Einsatz kommt, denn das macht GSX so, das ist jetzt von der Szenerie hier in München. Das De-Icing kann auch übrigens nicht gestartet werden, wenn ihr euch nicht in einer De-Icing Area befindet. Das heißt, wir halten jetzt hier mal an. Es gibt verschiedene Dinge, die ihr beachten müsst, die
schaut ihr euch am besten in der Checklist von Airbus einmal an, was ihr da machen müsst oder in dem Flieger, in dem ihr seid. Hier im Airbus zum Beispiel müssten wir unter anderem das Engine Bleed einmal ausschalten und dann können wir jetzt hier aber auch schon beginnen. Das heißt, wir gehen ins GSX-Menü. Ja, Air Bleed ist off, das ist auch nicht schlimm. Und dann gehen wir hier einmal auf Request De-Ice. Dann sehen wir von hier vorne kommen auf einmal zwei Fahrzeuge. Dann geht auch das Menü auf und ihr habt hier verschiedene Fluide zur Auswahl, also die, die wir gerade besprochen hatten. Und GSX wählt automatisch auch denjenigen aus, den es gerade hier vorsieht. Das heißt, wenn wir nicht schnell genug sind, so wie ich jetzt, wird automatisch der GSX-Vorschlag ausgewählt. Dann haben wir hier noch die Konzentration, also das Mischverhältnis. Hier würde ich auch einfach beim Vorschlag von GSX bleiben. Und dann lassen wir die doch einfach mal machen. So, und jetzt seht ihr, dass tatsächlich angefangen wird und dass die Farbe der Flüssigkeit auch der Farbe entspricht, die ich euch gerade gezeigt habe. Also das ist dieser typische Rot-Orange-Ton, der in Type 1 drin ist. Das können wir uns auch nochmal von innen anschauen. Dann sehen wir das auch. Und es ist in GSX tatsächlich so simuliert, dass wir hier die verschiedenen Farben haben. Sollten wir also ein Smart Grünes auswählen, kommt hier entsprechend auch grüne Flüssigkeit heraus und so weiter. Das funktioniert natürlich auf den anderen Seiten auch. Das heißt, auch hier müssen wir ein bisschen um die Ecke schauen oder können uns auch ein bisschen weiter nach hier setzen und nach vorne schauen. Dann sehen wir, dass hier entsprechend die Tragflächen enteist werden. Aber auch da nochmal, es ist der Icing-Effekt hier nicht simuliert. Jetzt sehen wir es besser. Das wird aber noch kommen. Jetzt können wir wieder zurückhopsen. Dann sehen wir es jetzt auch aus diesem Fenster. Also das passiert tatsächlich auf beiden Seiten, wie ihr sehen könnt. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Das heißt, wir haben jetzt extra das Type 1 gewählt, denn wir befinden uns wirklich kurz vor der Startbahn und müssen nochmal alles abschütteln, was wir hier drauf haben, denn den Rest haben wir ja theoretisch schon am Gate gemacht. Und das war's auch. Jetzt geht's wieder zurück. Und dann wird uns auch direkt bestätigt, was hier gerade passiert ist. De-icing and anti-icing completed. Anti-icing code is fluid type 1. Concentration at 75%. I'm disconnecting. Good day. Und das war's auch schon. Jetzt seht ihr, dass die Fahrzeuge wieder wegfahren und euer Anti-Icing ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, ihr würdet jetzt entsprechend auf die Startbahn rollen und wenn ihr die Freigabe habt, entsprechend starten. Und das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte und euch zeigen konnte, wie ihr das Remote De-icing mit GSX Pro durchführt. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich riesig über einen Daumen, über ein Abo und auch viele, viele Kommentare freuen. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, naja, dann wie immer, behaltet es am besten für euch und erzählt es nicht weiter. Auf Flight Level gibt es auch die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen oder mir eine Spende zu hinterlassen. Das hilft mir wirklich sehr, aber wie immer, alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.